Scan. Genau, wir hatten schlafen gelegt, beziehungsweise nach der letzten Folge hatte ich mich noch schlafen gelegt, deswegen ist doch Sonnenschein. Der ganze Schnee ist auch schon wieder geschmolzen. Bisschen schade eigentlich, aber gut, was will man machen? Dann würde ich sagen, machen wir einfach heute ein bisschen Hauptquest wieder weiter. So wie letztes Mal halt auch. Hey, ich wollte mal sehen, was der Faulpelzer treibt. Wie geht's, Boosman? Ist dir nicht langsam langweilig? Mann, Boozer. Hey, du darfst hier nicht rein, Dicky. Was ist hier los? Wie geht's ihm? Er braucht Ruhe. Verarsch mich nicht, Eddie. Ich will wissen, wie es ihm geht. Mir geht's gut. Das sieht nicht sehr gut aus. Nicht gut. Mann, ist das kalt. Aber ich habe das Antibiotikum nicht genug. Das reicht nicht. Moment mal, du sagtest, wenn ich... Ich sagte, wir versuchen es. Jetzt können wir nur warten. Warten? Okay. In Ordnung. Nein, es muss noch irgendetwas geben, das ich tun kann. Ich könnte... Stopp! Was? Du willst was kaputt hauen, ich sehe es in deinen Augen. Aber weißt du was? Mach das ruhig. Aber da draußen... Eddie, ich kann... Dick, mehr kannst du hier wirklich nicht tun. Ja, es ist kacke, wenn die Hände gebunden sind. Geh nach Hause. Du schaffst das. Geh nach Hause, Deacon. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich kann das so nachvollziehen. Wenn man aus die Schieß explodieren könntest du. Und? Schafft er es? Ja, Schizo. Er wird wieder. Er braucht nur ein paar Tage. Komm mit mir zu Lodge. Ich will dir was zeigen. Okay. Ich hab zu tun. Ich riskiere hier meinen Kopf. Vertrau mir. Das willst du garantiert sehen. Hör mir zu. Vor ein paar Monaten kam dieser Drifter ins Camp und erzählte mir alles Mögliche. Mhm. Dass er in Farewell am Flughafen gearbeitet hat. Beim Bodenpersonal, als alles losging. Eines Abends haben sie ein Flugzeug aus Portland erwartet. Aber das kam nie an. Das Flugzeug hat was fürs Rote Kreuz transportiert. Das Rote Kreuz? Ja, kapierst du? Medikamente, Ärzte-Scheiß, ein ganzer Frachtraum voll. Okay. Vielleicht auch diese Anti... was auch immer. Antibiotika. Ja. Genau sowas. Genau sowas. Wo? Hey, nicht so laut. Lass uns drinnen reden. Oh, dieser Drifter, er arbeitet im Kontrollturm, als der Flieger vom Radar verschwindet. Puff, gerade noch da, plötzlich weg. Mhm. Und zwar genau hier. Südlich von Mount Washington. Das hat er gesagt. War fast unversehrt. Ein kontrollierter Crash oder sowas. Die mussten mit anhören, wie der Pilot verblutet. Er hatte sich das Becken gebrochen. Okay, ihr habt also niemanden da rausgeschickt. Nein. Wieso nicht? Weil der alte Mann nicht wollte. Iron okay. Mike war... Ah, ja. Ripper. Du lernst schnell. Alles westlich vom Iron Ridge hier gehört Carlos und seiner Truppe kahlköpfiger Freaks. Shit. Was passiert wohl, wenn sie dich schnappen? Fahr nach Norden, Bruder. Sonst stürzt Iron Mikes Vertrag mit Rest in Peace ab. Ja, schon klar, verstehe. Eine Frage noch. Warum erzählst du mir das? Oh, halt. Einen Scheißdreck erzähle ich dir. Merk dir das. Außerdem bist du ein Scheißdrifter. Was erwartest du? Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen, dir den Arsch retten? Na gut. Ich hab zu tun, okay? Verstehe. Du bist eben ein aufrichtiger Kerl, richtig, Skizzo? Ich will einfach nur überleben. Wie alle anderen auch. Und die Antibiotika würden dir allen helfen. Wir tun, was wir können. Am Ende ist das alles, was wir haben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, Skizzo. Halt das Funkgerät bereit. Ich melde mich. Okay. Jetzt siehst du es. Iron Mike, 500 Vertrauen. Bleib bei deinen Freunden, alles, was wir haben.
Ich muss Boos am Leben erhalten. 76%, okay. Haben wir das hier schon fast geschafft. Ja, Skizzo, auf dich können wir immer zählen. Oh, Scheiße, und jetzt? Alles ist besser, als in diesem Drecksloch rumzuhängen. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben auch keine wirkliche Aufgabe momentan. Stücke gerissen. Es wäre jetzt noch Koblenz Camp. Wäre ja nicht schlecht, wenn wir das machen würden, oder? Und der ist auch wieder eine Mission verfügbar. Wie sagen, machen wir das zuerst. Gibt immerhin 1600 Camp-Erfahrung. Für uns auch nochmal 3000 Erfahrung. Warum nicht? Kann man sich glaube ich mal antun. Vollgetankt sind wir. Wagen, hier Motorrad ist noch repariert. Warte mal, ich mach das. Müssen wir nur kurz irgendwie dann gleich auf der Karte einmal gucken, wo wir einmal auftanken können. Wir könnten einen Zwischenstopp zu Hause einlegen. Ich glaube, das machen wir auch besser, oder? Ja. Wir machen einen Zwischenstopp zu Hause dann. Hey, St. John, hörst du mich? Jo. Ja, Skizzo, ich höre dich. Diese Sache, über die wir gesprochen haben, das dauert noch ein bisschen. Ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Butte überprüfen. Wegen der Ripper da unten, verstehst du? Ja. Nein, Skizzo, keine Ahnung, was du meinst. Warum erklärst du es mir nicht? Netter Versuch, Schlaumeier. Vergiss nicht, ich halte hier auch meinen Kopf hin. Ich will das nicht bereuen. Also gut, ich melde mich später. Und mach dich in der Zwischenzeit im Camp nützlich. Zeig, dass Iron Mike mal recht hatte. Ja, da, was immer du sagst, was immer du sagst. Ja, St. John, Ende. Ja, oh. So. Oh. Da kam der schön. Hey, St. John, wo steckst du, Bruder? Ich bin hier, Skizzo, aber ich bin nicht dein Bruder. Ist mir echt scheißegal. Ich will doch nur deinem Bruder helfen. Diese Sache da, sagen wir mal, du solltest jetzt losfahren. Oh, du meinst die Grenze mit den Rippern? Sehr witzig, das meinte ich nicht. Ich wollte nur sagen, falls du überlegst, loszufahren, wie nennt ihr Drifter das noch gerne? Einen Tour machen? Wäre jetzt die richtige Zeit. Verstanden? Ja, Skizzo, wie immer. Ich hab's verstanden. St. John Ende. Gut, wir haben eine neue Mission gekriegt. Das ging ziemlich schnell, die Grenzüberprüfung. Wahrscheinlich, weil wir schon so gut vorgearbeitet haben. Gehen wir trotzdem jetzt erstmal die andere Aufgabe, weil die haben wir schon Ewigkeiten. Ich hätte es jetzt auch mal richtig anfangen. So, dann müssen wir hier einmal kurz abbiegen. Jo. Dann fahren wir einmal kurz nach Hause. Einmal kurz nach rechts gucken, einmal auftanken. Wenn wir das Koblenz gemacht haben, dann können wir unser Bike auch wieder ein bisschen aufwerten. Gehe ich davon aus. Wir müssen eigentlich genug Erfahrung gesammelt haben fürs Camp. Also genug Vertrauen haben. Um dann die nächste Stufe zu erreichen, um unser Bike weiter aufzurüsten. Was dann bedeutet, wir können längere Strecken fahren, weil wir werden auf jeden Fall den Tank verbessern. Da führt kein Weg dran vorbei. Nur für das kurze Stück haben wir schon fast die Hälfte des Tankes verbraucht, das ist nicht gut. Und ich meine, wir waren jetzt nicht lange unterwegs.
Ne, der Basic geht ja noch. Oder? 100%? 100%. Der geht noch. So, hier ein bisschen Kerosin. Dann haben wir hier unsere Tankstelle hier. Gutes Timing. Mhm. Gut. So, auf dem Rückweg brauchen wir hier nicht wieder vorbei. Dann fahren wir direkt zu Koblenz Camp. Und dann von Koblenz Camp aus zu Tucker, würde ich sagen. Wobei, wir können auch erstmal gucken, wo die andere Mission liegt. Die liegt da. Ja, dann ist von Koblenz Camp aus besser, wenn wir dahin fahren. Schleiche dich ins Ripper-Gebiet und stehe Antibiotika. Okay. Ja, es ist von hier aus natürlich besser, dorthin zu fahren. Wir werden sowieso irgendwann mal wieder in dieser Gegend landen, gehe ich mal von aus. Hatten wir noch oben ein bisschen Munition oder sowas? Ich meine, ich weiß auch gar nicht, wie viel. Ist voll, 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 voll. Okay, ist sowieso alles voll. Gut. Dann brauchen wir das ja nicht. Dann können wir eigentlich so wieder Strategie machen. Oh. Ah. Bisschen rutschig. Gut. Ja, das hat sie jetzt gerade so angeboten. Das gibt Punkte. Der arme Hirsch. So, ja. Wir können einfach mit Vollgas, glaube ich, durchheizen. Man, bist du wach? Bose. Ja, Dick. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Ich sagte, du sollst dich ausruhen, verdammt. Hör zu, ich bin unterwegs nach Separation Metal. Combs sagt, da oben ist ein Ripper Camp. Ripper? So weit im Norden? Ja, Bose. Was zur Hölle ist mit denen los? Alkai meint, die Ripper wären hinter uns her, dass ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Ich meine... Sicher, ich habe meinen Teil Verrückter abgeknallt, aber ich hab's nie übertrieben. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ja, das dachte ich mir. Gegen die Hände. Folge durch das hier, Kind. Das sehe ich euch sofort an. Ich weiß, wo du bist. Echt? Auf ihn. Hat mich nicht schon einmal fertig gemacht? Ich dachte, die hätten wir schon mal fertig gemacht. Scheiße nochmal! Ja, da hast du dich sehr gut versteckt. Richtig gehält. Au revoir. So. Und eins. Nein. So. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Weiter geht's. Gegnerische Camps. Die Färberwinde des vorgegnerischen Camps, die setzen sich als Plünderern, Rippern oder Anarchisten zusammen. Mörder und Diebe, die Jagd auf Schwachen machen. Schalte sie aus, dann mache ich die umliegenden Camps der Überlebenden sicherer. Okay. Endlich, verdammt.
Okay. Von hier aus wäre es, glaube ich, ganz schön praktisch. Sie gefunden. Durchgeknallte Arschlöcher, was wollt ihr hier, ha? So. Das hat sich ja schon mal sehr gut angestellt. Ja, das. Willst du hinabsteigen? Dann steig hinab! Was wollt ihr hier, ha? Sucht ihr mich? Tja, hier bin ich. Oh. Er hat dir hier einen Platz bereitet. Ihr habt mein Blut verletzt und wisst ihr was? Das werdet ihr büßen. Jemand hat sie dich! Ach, verdammt. Bastard! Hier ist ein verdammter Weg! So. Kommt her, kommt her, kommt her. Echt? Ich wollte mich aber selbst befreien. Ripper! Zurückziehen! Was hättest du begonnen? So, der ist hinüber. Interesse an einem Ripper Camp. Einer fehlt noch. So, mal gucken, wo ist denn der? Steckt irgendwo fest. Oh, oh, oh. Wie gemein. Oh.
Da unten häng ich irgendwo. Hä? Wo bist du? So, jetzt ist er frei. Ziel Ripper, ich muss raus, was es mit dem Kult Rest in Peace auf sich hat. Okay. Das hat sich erledigt jetzt. Vertrauen erhöht. Es ist erledigt. Die Ripper hier oben werden niemandem mehr Ärger machen. St. John, hört sich gut an. Ich habe neulich mit Manny gesprochen und ein paar anderen. Ich weiß, wie sehr du dem Camp hilfst. Ich wollte mich nur bedanken. Mark Copeland, Ende. Dankeschön. So, hier ist noch mehr Kerosin, das ist gut. Gut, gut, das ist gut. Das ist sehr gut. Deacon St. John, hier ist Mark Copeland. Ich wollte mich für die Sache mit deinem Bike entschuldigen. Nach allem, was du für das Camp getan hast. Naja. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wie gesagt, tut mir leid. Wow. Davon kann ich mir auch so viel kaufen. Es gibt schon nichts. Meine Güte. Ich hasse Ripper. So. St. John, hier ist Copeland. Ja, ist schon wieder. Manny okay. Sagt, er hat etwas für dein Bike. Ich bin nicht sicher, ob ich genug Punkte habe. Wenn doch, komm vorbei. Wird sich lohnen. Copeland Ende. So. Genau das tun wir auch in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss und viel Spaß. Bye.